vielleicht mal weiterkommen. alles Vorführeffekt, alles Pfiff. Gewonnen habe ich eh noch nie. Ja, okay, aber du kommst fast immer in die letzte Runde. Also nicht fast immer, aber öfter. Darauf will ich hinaus. Habe Discord-Einstellung gemacht, hoffe, das funktioniert. Bestimmt. Ich kann dir dann nochmal helfen, wenn ich zum Pinkeln hochkomme. Bevor wir gleich. Musst du alle treffen. Micha. Ja. Ja, ja. Ich meine. Ziehen. Geil. Oh Mann. Mr. Assi, amüsierst du dich gerade? Hä? Ja? Was hast du gerade gesagt? Du hast gerade gehakt, deswegen. Ich habe Mr. Fassi gesagt zu Michael. Ja. Oder ja, ich wollte mich fragen und dann hast du. Ja, der schreibt gerade im Chat. Also du amüsierst dich über seine Post. Ja. Ich war gerade etwas verwirrt, so. So witzig war es jetzt auch nicht. Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Hi, weißt Michael. Du? Hi. Hi. Wer willst du uns beim. Ah ja, ich glaube, du hast gar keinen Vorgeist, oder? Nee, leider nicht. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Ah, deswegen antwortet ihr mir. Ah. Ich wollte gerade sagen. Das hast du so hingekriegt. Ja. Du, ist doch gar nicht so schwer, ne? Nee, ich musste nur erstmal einstellen. Ich hab's eben schon mal ausprobiert. Und dann war nur der Lautsprecher von meinem Monitor irgendwie angeschaltet, statt der Kopfhörer. Aber sonst war's einfach, jo. Das ist gut. Na, siehst du, jedoch. Jung. Los. Run, Baby! Nee, Fall Guys finde ich sehr geil. Also ich glaube, das hole ich mir auch. Es war eigentlich überhaupt nicht meins, diese Games. Aber irgendwie, das ist irgendwie lustig. Das ist halt ein klassisches Part-Spiel. Ich sag immer, ich vergeiße immer mit Mario Party. Und ich hab endlich auch mal in die. Was? Mag ich auch nicht. Du magst nicht Mario. Okay, ich hab's nicht gespielt, ich kann dazu nicht viel sagen. Aber ich kann sagen, dass ich jetzt endlich eine Runde weitergekommen bin, Leute. Hab ich gesehen, bist da reingefallen. Ja. Rein. Das war ein Hechtsprung, Michael. Das war ein Hechtsprung. Ja, ein Hechtsprung, das war gewollt. Ich war mal Torhüter, ich kenne mich damit aus. Das kann vor, 30 Jahren war er immer Torhüter. Damals war er nur schlank. So alt ist er jetzt auch nicht. Denke. Er sieht aus wie mein Vater. Damals war ich nur schlank, heute lege ich mich einfach ins Tor, dann kommt auch nichts mehr rein. Das stimmt. So. Hast du damit Erfahrung, alter Aria? Ich hab's gesehen. Live und in Farbe. Live und in Farbe? Okay. Bei wem? Bei dir? Nee, bei dir. Hier, guck mal. Wie heißt das? Fallende Leute? Fall Guys. Fallende Leute. Nee, ist Herbstleute heißt das. Das kostet ja richtig Geld. Das kostet ja 20 Euro. Ja. 20? Okay, ich hab's bei den Steams Sale bekommen. Yep, ich hab's auch im Sale bekommen. Collectors Edition für 30 Euro. Ja, nee. Brauchst du nicht. Habt ihr die Collector oder ist das die normale, die ihr habt? Ich hab die normale. Ich hab mir aber alle DLCs dazu geholt irgendwann. Als im Sale. Weil du unbedingt eine Fritte sein wolltest. Ja, ich wollte eine Fritte sein. Wie geil! Ich will auch eine Fritte sein. Wieso bin ich keine Fritte? Weil du das DLC Spiel noch nicht hast. Du hast das Spiel noch nicht und du hast das DLC noch nicht. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich das Spiel hasse. Oh. Weißt du, alles muss er. Ne? Umändern. Ah, die Map, die ist geil. Nein! Na, komm. Oh, und ich hab's auch geschafft. Sehr geil. Das war ja geil zum Ende eben. Hier, guck mal, der Weihnachtsmann, der läuft da noch rum. Jetzt wissen wir, wo er abgeblieben ist. Du, ich hab mir mal einen Hörner-Whisky aufgemacht, das war doch okay, oder? Hörner-Whisky? Jägermeister. Ist doch ab 18 der Stream, ne? Da darf ich das ja sagen, ne? Ja. Ja. Aber du würdest auch sagen, wenn er nicht ab 18 wäre. Ah, okay. Ich habe mir Hörner-Whisky aufgemacht. Braunschweiger Gesöff. Braunschweiger Gesöff. Weißt du, er trinkt Alkohol und ich trinke noch gar keinen Alkohol. Irgendwas läuft hier falsch. Noch.
Ja, ich muss gleich Getränke holen. Ich trau mich sonst nicht mitzuspielen. Gott sei Dank weiß ich, dass das ein Witz ist. Nüchtern bin ich so schüchtern. Oh, aber voll, da bin ich toll. Das kann ich widerlegen. Oh, nicht das schon wieder. Die wollen mich doch mobben. Ja, sie kommt mit der Map gar nicht klar. Aber das hast du, glaube ich, schon gemerkt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht, oder? Die Map? Das ist die fliegende Früchtchen-Map. Ah, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Wenn ich rausfliege, dann bin ich immerhin nicht alleine. Nee. Komm schon. Orangen! Oder was auch immer das ist. Hey. Clementine, Mandarin. Oh, die Chiquita. Oh, war das eng. Chiquita, Bananen. Bananen. Hau ab, die Kerze. Du Armleuchter. Ja, ich glaube, sie schafft's doch. Das ist Pommes. Ich werd irre. Ja, die Pommes habe ich auch. Ja. Ja. Oh, sie schafft's. Ihr Schweine. Die ihr Pommes. Kelly getötet. Ihr Schweine. Ja. Okay, vergiss es. Ich hab's mal in die Runde geschafft. Das ist nicht gelungen genug. War doch gar nicht mehr so weit weg. Hä? Das Ziel war doch gar nicht mehr so weit weg. Also mich, ja. Mann, Wormi! Zio heißt das, wenn schon, nicht Zio. Mit Z wird's geschrieben. Ah. Mit Z. Mit Z oder ohne und Z? Ein I und ein O. In der Reihenfolge, bitte. Nicht Ois. Nicht Ois. Nicht Oiz. Nicht Oiz. Ich bin der Zauberer von Oiz. Schiebt euren Ball als Team. Die Chroniken von Oiz. Ja. Der Zauberer von Oiz. Ja. Herr der Oiz. Das Wunder von Oiz. Was war das für eine Lache? Das war eine Lache, die ihr nicht gehört habt. Die ist nie passiert. Leute, was seid ihr denn eigentlich für Arschkranken? Soll er den Ball irgendwo reinhauen, oder was? Ja, wir müssen den Ball als erstes oder als zweites da unten hinkriegen. Aber ich glaube, das sieht auch ganz gut aus, weil Team Blau hängt gerade ein bisschen hinten. Oh, das ist gut. Das sieht gut aus. Also sie werden es nicht als erster machen, aber als zweiter. Nee, Tatsache, schade. Aber sie müssen doch nicht als erster machen, sie dürfen sie bloß nicht als letzter machen. Ja. Aber damit sind wir in der ersten Runde, in der letzten Runde, meine Damen und Herren. Wird Aldaria es vielleicht schaffen, dieses Mal den Battle Royale? Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber nein. Jetzt kommt eh wieder das Eisfeld und das kriege ich wieder nicht hin. Na, vielleicht kriegst du es diesmal hin. Oh, es ist das nicht gleich, das Eisfeld, aber ziemlich ähnlich. Es ist das gleiche in grün. Gelb, Lila, Blau. Nein, nicht ganz. Es gibt mehr als drei Schichten. Ah, also. Eisfeld war das, wo man, wenn man dreimal raufgelatscht ist, dass es kaputt geht oder sowas. Yep, ja, genau. Und sowas ist das hier auch, oder was? Sowas ähnliches, ja. Mit mehreren, also nicht wirklich, man ist eigentlich, wenn man beim ersten Mal drauf geht, geht's schon kaputt, aber man hat ein bisschen Zeit wegzulaufen. Na gut, wenn man Pech hat, fällt man ja direkt eine Ebene noch weiter runter. Ja. Jo. Weil da schon ein Loch unter einem ist. Ah. Ja. Und da war ich nur gut eben. Nein! Und da geht sie in die nächste Ebene. Okay, ich überspringe einfach gleich mal mehrere. Nein! Oh Gott. Das Spiel. Oh Gott! Oh. Du legst es auf jeden Fall da. Mal sehen, ob du das Spiel selbst lieben wirst. Nee, werde ich nicht. Ich werde es hassen. Höchstwahrscheinlich, genauso wie ich teilweise. Aber es ist eine Hassliebe, wenn schon, denn schon. Oh, guck dir den Fuchs an. Oh. Das ist kein Fuchs, das ist ein roter Panda. Oder. Lecko Funny! Schwer. Oh, nein!
So knapp, ey. So knapp. Ah. Dabei warst du so gut. Ja. Also, bevor das Spiel angefangen hat. Du solltest dir vielleicht nicht Scherzen? Scherzen, genau. Ich meine, sie weiß, wo du wohnst. Nee, echt scheiße. Ja. Also ich weiß das auch, aber von mir musst du da nicht... Wie weißt du das? Du brauchst nicht drauf antworten. Hey, übrigens bin ich jetzt eine Kerze. Ja, doch, bin ich eine Kerze. Dass dein Licht nicht ausgeht, du bist eine LED-Kerze wahrscheinlich. Ja, ich bin eine LED-Kerze. Ich meine, es ist sicherer als andere Kerzen auf den Weihnachtsbaum zu machen. Als Safety First. Safety First. Ich habe einen Kumpel, Gott hat ihm selig, der ist leider verstorben. Oh. Der hat mal versucht, bei einer Party bei mir zu Hause, seine Zigarette an einer E-Kerze anzuzünden. Hat das noch Spaß gemacht oder hat das? Völlig angeheitert und hat das wirklich eine halbe Minute probiert. Und irgendwann kommt er, ich habe das schon beobachtet, irgendwann kommt er nur zu mir und sagt so: Ey, Micha! Hättest du mir auch mal sagen können, dass sie elektrisch ist? Boy. Der war gut drauf, der Typ. Ja. Das hat Alkohol so an sich. Ich wollte ja sagen, dank dem haben wir uns kennengelernt, Michel und ich, aber ganz so war es ja nicht, ne? Nö. Nicht ganz. Ja, an der Verkettung irgendwo schon, aber. Es waren viele kleine Ereignisse, die dazu geführt haben. Auf jeden Fall war der unser Hauptgesprächsthema. Nein, dein Hauptgesprächsthema. Ja, ich habe ihn geliebt, den Typen. Ja, das habe ich gemerkt. Für eine kurze Zeit dachte ich auch, du hättest andere Anwandlungen. Oh. Das wurde ich gestern auch gefragt von irgendjemandem, der hier zu Besuch war. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Fake News. Da läuft eine Kerze, das ist er doch. Ja, das bin ich. Schub sie runter. Hey. Schub's runter. Nur weil ich mal was sage, was dir nicht gefällt, gibt dir... Lass ihm das Licht aus. Aber wo wir gerade beim Thema Blasen sind, nein! Ne? Nein! Oh. Fliegende Hamburger. Nein! Oh, guck mal, wie er runterfleht. Er fällt. Fleht? Runterfleht? Runterfleht? Ich flehe dich an. Alter, was flehst du da runter, ey? Musst doch weiter, geh gerade. Nein, schon wieder. Ah, komm. Nein. Dang it. Ja, komm. Nein. Du Sau. Okay. Hoppala. Okay, ich hab's gleich geschafft. Und qualifiziert. Und rüber. Also wenn ich ein bisschen zeitversetzt rede, das liegt daran, dass ich das erst 3, 4, 5 Sekunden nach euch sehe alles. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So. Also wenn ich schreie, ist euer Puls schon wieder bei 60. Ja. Also... Keine Jumpscares hier. Oh Gott! Wer war das denn? Oh, eine Zippelmütz. Oh Gott, das ist alles so spannend. Besten 50. Beste 50 habe ich geschafft. Ich auch. Auch beste 50. Nice. Wieso ist mir eine nicht reingerannt? Wieso bleibt mir davor stehen? Wer der wollte Leute möchte. Ärgern. Er möchte lieber die anderen behindern. Nein. Er packt doch. Solche Menschen gibt's? Ja. Ich mag keine Menschen. Ich weiß, warum wir so viele Tiere hier zu Hause haben. Ja, ihr habt wirklich einen ganzen Streicher, so wie du. Ja, voll toll. Ich würde, glaube ich, sagen, ich wäre etwas überfordert, aber... Hey. Yep. Ja, ist schon viel Arbeit, ne? Minimal. Ist schon viel Arbeit. Und da ist der Tundra-Lauf, das ist eigentlich eine ganz coole Map. Weiß auch gar nicht, wo der Köter... Ach, der Köter liegt unter meinem Stuhl. Wo soll er sonst liegen? Unter meinem Stuhl. Ja, siehst du. Oder auf deinem Bett. Du hast zweimal unter deinen Stuhl gesagt. Das ist ihm ja, bewusst. Ja, und unter meinem Stuhl ist ja viel Platz. Ich habe nämlich Übergröße wegen meinem breiten Hintern. Nicht nur wegen dem breiten Hintern. Yeah. I like big butt and I cannot lie. Aber nach oben hin ist er ein bisschen schmaler, aber ich habe ja kein Rückgrat. Das stimmt. Auch im übertragenen Sinne. Ja. Gibt es auch einen anderen Sinn? Ja. Du könntest wirklich kein Rückgrat haben. Das wär in dem Fall wärst du, glaube ich, aber tot. Das Rückgrat ist einfach nur aus Gummi.
Ich weiß nicht, irgendwann ohne Rückgrat? Ich schätze mal ja. Ich habe keine Ahnung von Rückgratlehre. Rückgratlehre? Ja, da gehen auf jeden Fall alle Nerven durch, ne? Also. Ohne Rückgrat, ja. Ach, komm schon. Oh. Ja. Okay, das ist nicht gut ohne Rückgrat. Oh, war das knapp eben, ey. Leck mich am Popo. Nee, danke. Und ich hab's noch geschafft, so. Ist schon drin? Echt geschafft, also nicht geschafft, geschafft, sondern ich hab's. Und ich hab's wohl auch richtig geschafft, ey. Ich hab's, okay, einer ist schon mal drin, ne? Der erste. Ich bin auch gleich drin. Wieso bist du da hingefallen eben? Ich oder wer? Dingens. Aidari. Aidaria. Aidaria. Auch bekannt. Oh, nein! Das darf ich warten. Hopp schon. Hopp rein. Okay. Ja. Oh Gott, ich sehe das echt ein bisschen später als ihr. Ah, komm schon. Ah, komm! Ja, das Stream ist so leicht zeitversetzt. Wie groß ist denn das? Wie viel MB hatten wir das? Mal gucken. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, gar nicht. Ich bin leider rausgeflogen. Ich nicht. Aber die Zeit nehme ich mal kurz, um mich hinzubegeben. An einen geheimen Ort, der mit W anfängt. Wirtschaftsraum. P. Wies. WB? Windrad. WD? WE? Egal. Er kommt schon noch drauf. WK? Wurmloch. Ich gehe jetzt, okay? Okay, jetzt einfach. Guten Rutsch. Viel Spaß. Hat er nicht mehr gehört. Ich habe hinterher geschrien. Es halt doch nach. So, ich sehe gar nicht, wie groß das ist, ey. Ich kann leider gerade nicht nachgucken. Ach so, weil ich... Ah, warte mal. Was ist denn, wenn ich darauf gehe? Du kleine Hexe! Ich? Nicht du! Die Hexe! Die mich festgehalten hat, die Kleine. Piep! Hier steht er nicht, Na gut, ich spiele das eh nur mit euch. Mir würde das nämlich gar keinen Spaß machen. Nicht? Aber so im... wenn das so allgeweihlich ist, ist das ja schon wieder ganz geil eigentlich. Allgewaltig? Ja. Allgegenwärtig? Allumfassend. Allwissend. All. Alfpater Odin. Odin, ja. Du Alpha, kleines... Ja, wir haben gerade alles mit... Einkauf! Einkauf ist kennt er gar nicht mehr, da seid er viel zu jung zu. Was? Einkauf. Was ist das? Alt ist das werfen. Eine Supermarkt? Ja, das war mal ein Supermarkt. In Langhagen zum Beispiel, eh Real reingegangen ist. Was? Einkauf. Okay, das macht, ist sogar ein passender Name für den Supermarkt. Ja, der war auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, nein, oh Gott. Was? Selbst geschafft. Hä? Was hat er denn? Kommt auf Zeitverzerrt. Zeitversetzt. Ja, aber es war doch nichts Knappes dabei. Du, das war... Das war allgewaltig. Allumfassend. Allerweltsgesicht. Ja, oh, Allerweltsgesicht. Ja. Hast du gerade Allerweltsgesicht? Genau. Nee, ich wollte Allerweltgefahr sein, aber Allerweltsgesicht gibt es auf jeden Fall auch. Alvin. Und ich Alvin, meinst. Apropos Alvin, der ist ja so creepy da, ne, bei Dingens hier. Wie heißt es? Witcher. Witcher. Ach so, das Kind. Ja. Alter, ist ja also, creepy. Ich dachte, wir reden gerade von Alvin Ente. Nee, warte, Alfred, du Leute, so wird das nicht. Hier, Alfred. Das ist hier, guck mal, die machen gar nichts, da macht einer gar nicht mit. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. So fröhlich. So fröhlich. Warum so fröhlich war ich nie? Leute! War schon etwas fröhlich. Ja, abgrundtief traurig. So traurig. So traurig war ich nie. Wie geht denn das? Sehe ich jetzt, wie groß das ist? Wenn ich es downloaden will? Ja. Ja.
Aber erst nachdem der Speicherplatz... Ihr kleinen Huren! ...reserviert wurde. Uhren? Was für Uhren? Ihr kleinen Uhren hier. Du Uhren! Du Uhren! Figuren! Du Sohn einer Uhre! Wie ist das denn? Ihr Urukais! Ihr kleinen Mirurukais! Hier, die helfen gar nicht! Nee, natürlich helfen die nicht, die kleinen. So, und eigentlich. Uhlensöhne. Uhren. Uhlen. Das ist ja alles sehr urig hier. Oh, Kenkelschlopfer. So, Schlopfer. Wie geht denn das hier? Den klicke ich da mal drauf. Achso, erst wenn ich auf Download gehe und der den Speicherplatz macht. Ich will ja das Internet nicht löschen, aber ich kann es ja auch anhalten, glaube ich, mittendrin, ne? Falls ich. Ja, kannst du machen. Ah, da steht's. 5,3 GB für so einen Schwachsinn da. So viel ist das, glaube ich, gar nicht. Ein Terabyte habe ich noch frei. Das passt ja gerade so. Mal wieder das weggehext. Ja. Nicht zu verwechseln mit weggehext. Zwei verschiedene Sachen. Du kleines Ulu-Kind! Udo Schenk! Udo Schenk! So, nein! Wieso? Ja. Ist das lustig? Du bist ja ganz alleine da unten. Ja. Noch. Oh. Katze, nicht jetzt. Ich komme mal kurz zu jemandem. Um meinen Kater. Und zwar den echten Kater, nicht eine andere Sache. Nicht den Alkoholkater. Oh Gott. In meinen Tod. Perfekt, dann kann ich jetzt selber mal einen gewissen Ort aussuchen. Nein, oh, war das mies, ey. Warte mal, kann ich hier einfach jetzt downloaden? Soll ich mal probieren, ob das geht? Wenn es nicht geht, sagst du Bescheid. Ja, kannst du machen. Ah, pausieren, da geht's, ja. Also pausieren kannst du's. Und, wie sieht's aus? Nein. Ganz schlecht. Okay. So. Pausiert. Geht nämlich komplett in den roten Bereich dann. Na. Dann habe ich nur noch irgendwas mit 3000 Kilobytes oder wie das KB irgendwas. So, ich bin jetzt aber selber Kilo mal ganz Newton. Kurz. Ich bin mal ganz kurz wo? An einem gewissen geheimen Ort. Gut, Rutsch. Danke. Ne? Oder hört man mich da drin noch? Okay. Also, man hört mich. Hi, Leute! Sorry, da bin ich wieder. Leute? Jo! Was ist los? Ah, die ist ja gerade auf Tür. Na dann. Boah, sie ist schon fertig. Ich hab eine Tür knallen können. Das war allgewaltig. Ja. Ist das so, dass... Wort des Abends, all.
Stimmt, Alf. Was? Du musst Alf holen? Sie muss noch Alf holen. Ich meine, das ist ja echt alt. Schnitzel? Ich? Was? Sie denkt, ich habe die ganzen Milchschnitten alleine aufgegessen. Und? Tu mir sowas nicht an. Milchschnitten. Ja. Also sie ist gerade auch im Hintergrund. Bei dir. Ja, hat man gehört? Ja, ein bisschen. Jo. Und gestern noch gut reingekommen? Ja. Es war... glücklich. So. Glücklich. Glücklich. Ich war so glücklich. Ich war so happy. Ja, das war super. Zu sein. Und ganz weit weg von hier. Sorry. Hä? Ich hab gesagt, ich war so glücklich, ganz aus weg von hier. Gott, man versteht dich ganz schlecht. Ich sagte... Ich hab das schon verstanden, du Spinner. Ich sagte, du bist blöd. So. Das war jetzt sehr verständlich. Ja. Aber das macht mich auch irgendwie sympathisch. Dass du blöd bist? Ja. Vielleicht. Was vielleicht? Was? Vielleicht macht dich das sympathisch. In diesem Chatroom. So, die noch nicht da sind. Ja, stimmt. Ja. Apropos, ich könnte ja mal irgendeinen Sound-Alert wieder machen. Ist schon wieder 2 Minuten her. What? So. Okay. Shit. Chicken Dance hier, oder wie das heißt? Chicken Dance. Abspielen. Abspielen, Chicken. Oh, jetzt geht die Treppe runter, ich hab's gehört. Beweg dich! Okay. Ruhe da oben. Vielleicht sieht man sie in der Kamera. Das ist ja alles Zeitverzögerung, was ich hier sehe. Ja, das tust du. Das kann ein bisschen verwirrend sein, was deine Kommentare angeht. Minimal. Aber die Community ist ja noch nicht da. Also meine Nachbarn da oben, die sind so höllisch laut, die hört man ja bis zur Straße. Das ist der Fettsack, ne? Ja, dieser so ein richtig stinkender, ekelhafter Fettsack. Ja, der trinkt immer Frisches aus dem Fass, habe ich gelesen. Ja. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Nee. Gut, hoffe ich jetzt mal. So, ich muss mal eben mein Ding hier zur Seite stecken. Mich bitte. Bin gleich wieder da, Mädels. Jo. Hier ist nur einer, egal. Mich bitte. Milchschnitte. Scheiße, da habe ich mal Flaschenwasser stehen. Na egal. Boom, 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 bang. Boom, 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 bang. Bang. Boom, 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 bang. Ein Freunde Hamburger. Let's go. Fünf Freunde Hamburger? Ein rollender Hamburger. Also, so, Hamburger. Ich hab 5 Freunde Hamburger verstanden, dass du so, what? Say what, bruh? Nee, so viele Hamburger sind, glaube ich, hier nicht im Spiel. Echt, ein Hamburger basierend auf der Serie 5 Freunde. Okay, nie gesehen. Also ist keine Serie, aber eigentlich war es eine Hörspielserie. Nie gehört. War quasi TKKG. Los. Was läuft aus hier raus? Der Hund geht nochmal mit mir raus. Achso. Der Hund will rausgehen. Der Hund will nochmal mit ihm raus. Oh Gott. Immer dieser Hund, der irgendwas will. Ja. Also ich glaube, es hackt mit diesen Hunden manchmal. Guck mal, die Kerze ist vor dir. Yes, ich hab's geschafft. Ich nicht. Jo, doch. Jetzt ist es geschafft. Puh. Weil der Typ, der stand. Aber auch nur, weil der eine so blöd war und da direkt davor stand. Mhm. That's the thing. Girl.
Mhm. All the single ladies, all the single ladies. What I'm doing. Just stop. Das weiß keiner. Was? Das weiß keiner, was du da tust. Es ist und bleibt ein Rätsel. Hindernisrennen. Ja, geht eigentlich. Das Schlimmste ist immer die Sache am Ende. Stimmt. Vor allen Dingen jetzt mit diesen blöden Hämmerchen. Hämmerchen, ja. Hämmerchen. Die süßen kleinen Hämmerchen. Die dazu... auf mich festzuhalten. Ciao, Weihnachtsmann. Du kommst jetzt auf die unartige Liste. Du klein... Ihr kleinen... Idioten. Bitte füge sie ein Schimpfwort ein. Hier bitte beliebiges Schimpfwort ein. Fügen. Mal zensieren. Ich muss nämlich durchgehend. Ja. Ich bin schon mal bei der Steige. Ja, komm. Du bist auch drin. Ich bin drin. Ja, du schaffst das vor mir. Und ich bin ausgeschieden. Naja, was soll's. Ach, das Ding. Ja, das kriegst du eigentlich immer ganz gut hin. Mittlerweile ja. Spring durch die Löcher, um Punkte zu erzielen. Yep, so einfach ist es. Es ist quasi Dart. Mhm. Bloß, dass du Dartst. Mhm. Das war mal ein Sprung. Yes! Nein. Und, naja. Naja, okay. Bist immer noch ziemlich gut dabei. Du bist zwar ein Vollgeier, aber du sollst trotzdem nicht fallen jetzt. Oh, ich brauche ja nur noch 5. Joa, schaffst du. Wenn jetzt kein riesiger Fehler passiert, was ich bezweifle. Hoppala! Nein. Okay, schaff ihn nicht mehr. Lecko. Nee? Okay. Okay, warte, ich muss mal. Pump mein Kabel bis nach da hinten hin. Ich weiß es nicht. Oh, nee. Okay. Dum, 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 dum. Ja. Ja, ich muss mal flaschen. Eigentlich noch bis Diggi und, Hä? Duft. Frag mich, wann Diggi und Duft denn? Also Diggi kommt irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Mhm. Bei Dufte weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass er bis 17 Uhr arbeiten musste. Aha. Und dass er dann irgendwann halt dazu stoßen wird. Denke ich. Ich würde mal sagen, wenn Michael wieder da, kriegst du Frischi vom Fast. da ist er ja wieder. Ich glaube, wir sollten. Können wir noch spielen oder? Ich habe du warst gerade schon wieder abgehakt. Meinst du, Golfit dann? Genau. Okay. Nach der nächsten Runde. Also, ja, können wir machen. Ja, Spiel. Können wir machen. Weil. Das ist ja selten gute Ideen, aber das war geil. Weil Frischi ist ja die ganze Zeit im Chat und sieht ein bisschen langweilig sein. Oh, nö, das geht alles gut. Er hat sich ja zu früh eingeschaltet. Er hat sich ja vor 19 Uhr schon eingeschaltet. Die Freche. Ja, aber jetzt ist nach 19 Uhr Schnecke. Ja, jetzt erst. Ja, ich glaube, du warst um. Schon Alarm? Wie lange bin ich jetzt dabei? Warte nicht.
Ich glaube, bis um 18.30 Uhr. Ja, das kommt hin. Halbe Stunde. Das kommt hin, ja. Ja, ich würde fallende Leute mitspielen. Aber ich brauche das Internet. Aber es geht ja nicht so. Okay. Hättest du halt früher machen sollen, ne? Ich habe 300 MB sind ja gedownloadet. Das geht bei uns echt schnell, muss ich sagen. Ah. Ja. Problem ist, dann dauert es eine Ewigkeit, bis bei mir die Frames wieder in Ordnung sind. Ansonsten ja, das ruckelt. Das ist doch nicht so wichtig im Chat, im Stream. Doch, weil sonst der Stream ruckelt. Nein. Überhaupt nicht wichtig, nein. Und ich bin auch runtergefallen. Damit. Ja, logisch. Weil ansonsten sieht man nur noch Hakelbilder. Yay, Hakelbilder. Wir kennen sie alle, wir lieben sie alle. Das habe ich früher auch immer gemacht, diese Hakelbilder. Das war mit einer Nadel und. Das sind Häkelbilder. Ach so. Das ist was anderes. Du kannst doch gar keine Nadel anfassen. Hast du eine Nadelphobie? Na komm, wer hat denn vorhin genäht hier? Okay. Trotzdem. Es fiel dir sehr schwer. Ja, schön war es nicht. Hast du Angst vor Nägeln? Nadeln? Ja, vor allen spitzen Dingen. Okay, dann weiß ich immer, dass ich dich nicht da vergeben und sollte. Da weißt du, dass ich dich nicht danach fragen sollte, ob du mit mir Blut spenden gehen möchtest. Ich will Blut spenden, unbedingt. Wirklich. Mein Mikro ist weg. Habt ihr mich überhaupt verstanden? Ich will unbedingt. Du willst unbedingt Blut spenden. Ja, unbedingt, aber es geht nicht. Keine Chance. Ja, solange es keine nadelfreie Blutspende gibt. Ja. Genauso wie diese Dinger, wenn man Zucker hat, und ich bin jetzt ziemlich fett, irgendwann habe ich das bestimmt mal, dann kriegen doch manchmal manche zur Überwachung diese für 2 bis 4 Wochen diese Dinger da rein, diese Fühler in den Arm. Boah, und die siehst du ja von draußen. Und wenn ich das sehe, auch in der Öffentlichkeit, ein paar von meinen Kunden haben das, wenn die dann kurzärmlich tragen und ich sehe das, ey, da wird mir immer so schlecht, ich kann doch nicht neben sitzen. Also. Bei diesen Gesprächen, ey, da wird mir immer ganz anders. Boah. Er fängt dann immer an zu würgen. Im Übrigen habe ich es in die zweite Runde geschafft, wollte ich nur sagen. Habe ich gesehen, ja. Ich habe es auch gesehen. Bist du nicht geschafft? Hast du es nicht wie heißt der, Frau? Hast du es nicht geschafft? Ich? Doch. Doch. Du warst vor mir drin. Natürlich habe ich es geschafft. Große Fans. Ich habe nur die letzte Runde nie. Ah, Fans, Ventilatoren. Okay, ich denke gerade, was? Große Fans? Ja, hahaha, Wortwitz. große Supporter. Hier, guck mal, große Supporters. Supporters. Das ist jetzt die Strategie, die ich hinkriege. Große Supporters. Ja, mit den Dingen. Ja. Die Dingensklöten. Okay, das. Frick. Nein. Wie er das immer erst sagt, wie er schon drauf reagiert, während ich schon. Nein! Seid da gerade beide gefallen? Weiß es nicht, ich sehe ihn schon lange nicht mehr. Nee, ich bin immer noch hinten. Aber jetzt bin ich im. Du kleines. Checkpoint ist das, glaube ich. Ja. Also ich bin zwar hinten, aber ich bin nicht. So weit hinten. Nein! Oh Gott, ist das ein Arsch, der Schneemann, du! Wie er das jetzt erst sieht! Und ich bin schon viel weiter! Na, Schnick! Schnick, Schnack, Schnuck! Mich hat, kein Schnick, Schnack, Schabernack, yo! Schnick, Schnack, Schnaber... Schnabernack! Schnabernack, yo! Schnabernack! Und natürlich falle ich runter. So, zweiter Safe. Komm. Hast du jetzt, das ist gut. Ja, zweiter Safe, jawohl. Oh Gott. So, hoppala. Ich hänge immer noch beim Ding rum. Lass mich durch, ich bin Arzt. Na, komm. Ich Arzt, ich bin durch. Das bist du. Hast du schon wieder zu viel getrunken? Ich nicht. Nein, ich meine, zu wenig, das ist ja das Problem. Schön, dass du für mich schreist. Ja. Wie der Ritter, der im Weg steht, da, der Blaue. Aber da bin ich ja schon lange wieder weg. Der ist doch blau, so. Diesmal hat sie es geschafft. Letzter Safe.
Gott, oh Gott, oh Gott! Na komm, ich hab doch den Spring-Button gedrückt. Benjamin Spring-Button. Gott. Spring. Der Spring-Break. Und ich fall runter. Nein! Jo, wie geil war das denn? Von der Schranke geschoben, ich werd irre. Ja! Ich werd nervös. Ja! Ja! Hau da, die kleinen Viecherkinder! Ich okay, hab das erste Mal geschafft, das allererste Mal. Yo, geil. Oh, scheiße, okay, jetzt das schaffe ich in, kein, nicht in 10 Minuten. 10 so, Minuten? 10 Sekunden. Oh, die Kerze fällt. Die Kerze geht in eine falsche Richtung. Ja, ich weiß, weil ich es nicht mehr geschafft hätte. Oh, so, die Runde wurde beendet. Ja, trotzdem genau. Anstrengend. Warum geht. Achso, ich hab ich doch gesagt. Ja. aber. Ich werde mich schon mal. Ich werde schon mal Golfit starten. Yep. Ja! Muss ich doch was machen? Nee, ne? Nö, du musst nur darauf warten, dass ich dir gleich einlade. Wie geht denn das? Starten. Indem du wartest, bis sie dich einladen. Nee, ich meine Golfit starten. Hm, auf den da. Knopf drücken. Ich kenne mich doch mit sowas neumodisch nicht aus. Knöpfe. Das ist genau. Das ist so, als wenn du Anno starten würdest. Ich habe mit dem Atari begonnen. Gibt's sowas? Ich kenne mich ja nicht aus. Geht es. Er hat auch Knöpfe. Ja, aber keine Maus. Doch, ich glaube. Hat er nicht eine Maus? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das so schaffen wir es nicht. Mann, also Spiel war Pong damals. Das glaube ich dir nur halb. Nee, das erste war Tetris, glaube ich, was ich jemals hatte. Auf SNES. Nee, auf NES. Auf NES, nicht SNES. NES noch. Mein erstes Spiel war Soul Reaver 1. NES war die erste Konsole, die ich hatte. War die PlayStation 2. Genau, und dann später hast du erst Blood Omen gekommen, ich erinnere mich. Ja, Blood Omen war. Oh Gott, wie alt war ich da? Wie alt war ich in der 10. Klasse? 15, 16? 17? Ich weiß es nicht mehr. Müsste noch mal kurz austreten. Ich habe irgendwie zu viel getrunken. Was? Ah, das kenne ich. Gleich. Bisher sind alle Chancen offen. Alle Chancen stehen uns offen. Editor, wo kann ich denn meine Workshop? Wo kann ich denn bei Option Ball anpassen? Ich da. Ich weiß gerade nicht genau, wie das da jetzt heißt. Ich hab schon. Okay. Ah ja, ich war da Schwatte. Jo, ich bin qualifiziert. Qualifiziert. Was sind denn Trails? Das, was du hinter dir herziehst. Also, da bin ich wieder. Ja. Blatt 10. Klasse bekommen? Ja, 9. oder 10. Klasse, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, du müsstest deine Mutter bitten, zu kaufen, weil du noch nicht alt genug warst. Wobei, da, wo wir es gekauft hatten, die hatten sowieso nichts dagegen. Aber ja, tatsächlich, meine Mutter muss das kaufen. Die hat mir das damals, die war zumindest dabei, wo ich es geholt habe. Das war reiner Zufall, ich habe das Spiel... Wer ist dieser Rainer? Im Gebrauchtwarenladen gefunden. Ich muss das mir Gott sei Dank nicht teuer ersteigern. Reden wir noch vom Blutomen? Ja. Ja, wir reden immer vom Blutzeichen. Ich glaube, ich mache mal Sushi heute. Mal Sushi als mein Trail. Nein! Oh, ich habe eine ganz tolle Überraschung. Okay.
Hatte ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Letztes Mal war ich ja der Schwarze. Und der Schwarze sagen? Das ist rassistisch! Nein, Trashpilze! Was? Sie ist gefallen. Ja. Ich glaube, ich mache heute mal Feuerschild. Warum fallen wir? Warum fallen wir? Yo, Bruce. Warum fallen wir? Damit wir wieder aufstehen können. Damit wir einfach am Boden liegen bleiben können. Ja, war das nicht so, sogar die Antwort von seinem Vater irgendwie? Nein, damit wir wieder aufstehen können. Ja, ne? Ja, das meine ich ja. Ja, sag ich doch nicht, damit wir am Boden liegen bleiben können. Nee, das war, das war ja auch meine Aussage. Das war jetzt nicht mehr drauf bezogen, was er wirklich gesagt hat. Das war einfach meine Antwort. Ich habe für mich selber geantwortet. Du bist sehr negativ. Na, nicht solche Wörter hier, ja? Eigentlich nicht, ne? Negativ. Ach so. Bin realistisch. Bin weil realistisch, da, dass ich Liga drin ist. Verliere werde und eigentlich ist das sogar gut. Komm, raus. Genau, dann können wir immer so tief. So. Oh, hast du gewonnen? Ich? Nein! Nee. Ich habe doch nicht gewonnen. So knapp, du warst an der Zielgeraden. Ja. Weißt du, wie das schon passiert ist? Unendliche Male.